Die Ergo veranstaltet zusammen mit dem DFB eine Pokaltour durch Deutschland. Der Pokal soll zu den Fans gebracht werden. Es gibt einen Bus über 3 Etagen verteilt, wo man das Ganze noch mal Revue passieren lassen kann aus der Vergangenheit. Die Idee war die, wir wollen etwas fördern, was uns einfach mit einer bestimmten Begeisterung annimmt, wo wir das Gefühl haben, da können wir uns alle mit identifizieren. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Kommen Sie ruhig ein bisschen näher. Ist ein schöner Tag heute, ein ganz besonderer. Man könnte aus Fußballersicht sagen, fast ein historischer. Düsseldorf ist mit dem Sitz der Ergo, mit dem Partner für den DFB-Pokal, sicherlich auch ein Wahrzeichen für den Staat. Ja, ich glaube, dass da zwei ganz starke Partner zusammengefunden haben. DFB-Pokal ist Leidenschaft, ist Überraschung, ist die Chance, etwas zu wagen. Der Pokal gehört dem Mutigen, ist im Prinzip etwas, was auf jedes einzelne Spiel von der ersten Runde auf der untersten Vereinskreisebene passt. Pokalwettbewerb erlebbar und greifbar machen, da hat sich die Ergo wirklich was einfallen lassen. Und von sowas leben Partnerschaften.